Das Bauprojekt zur Erweiterung der A1 folgt in jeder Phase einem fundierten Sicherheitskonzept. Auch bei der Entsorgung des Abfalls ist Sicherheit oberstes Gebot. Noch vor seiner Verladung mit dem Bagger auf LKW wird der Abfall von Experten untersucht. Mit Hilfe von Laboruntersuchungen an einer Vielzahl von Bodenproben wurde festgelegt, wie der Abfall zu entsorgen ist. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: die Entsorgung auf der Deponie oder, in diesem Projekt die Ausnahme, in der Verbrennungsanlage. Der Transport des Abfalls erfolgt je nach Belastung in speziellen Mulden, die eine besondere Zulassung des Bundesamtes für Materialprüfung haben. Die Beladung dieser Mulden findet innerhalb einer Einhausung statt. Bevor der LKW diese wieder verlässt, durchfährt er zur Erhöhung der Sicherheit eine Schleuse. Hier wird er mit Hilfe einer Reifenreinigungsanlage gründlich gereinigt. So wird die Umwelt auf dem Weg von der Baustelle zur Entsorgungsanlage vor belastetem Material geschützt. Das benutzte Waschwasser wird ordnungsgemäß entsorgt. Der entnommene Abfall wird ins nahegelegene Entsorgungszentrum Bürich der Currenta gebracht. Der Transportweg von knapp 1400 Metern führt weitgehend über private und nicht über öffentliche Straßen. So wird das ohnehin durch das Bauprojekt strapazierte Straßennetz nicht weiter belastet. Der Betreiber des Entsorgungszentrums in Bürich, Currenta, kontrolliert vor der Einfahrt jede Anlieferung. Aus dem Autobahnprojekt muss nur ein sehr kleiner Teil des Abfalls verbrannt werden. Dieser wird in den Bunker der Verbrennungsanlage entladen. Die Luft im Bunker wird abgesaugt. Staub oder Geruch können nicht entweichen. Mit einem Kran wird der Abfall aus dem Bunker gehoben und in einen Trichter gefüllt. Von dort gelangt der Abfall direkt in den Ofen und wird bei mehr als 1100 Grad Celsius verbrannt. Die Qualität der Abluft unterliegt einer ständigen Überwachung durch automatische Messgeräte. Der größte Teil der gesamten Abfallmenge, weit über 90%, wird nicht verbrannt, sondern auf der Sonderabfalldeponie Bürich entsorgt. Für den in diesem Projekt eingesetzten Spezialcontainer ist eine Umverladung in flachere Container erforderlich. Diese werden ausschließlich auf der Deponie eingesetzt. Raupen verteilen dann den Abfall und schwere Walzen drücken ihn fest zusammen. Um das Entstehen von Geruchsbelästigungen im Umfeld zu vermeiden, wird der Abfall direkt mit anderen neutralen Deponieabfällen überschüttet und abgedeckt. Bevor der LKW das Entsorgungszentrum nun wieder verlassen kann, muss er die Reifenwaschanlage passieren. Dies stellt sicher, dass auch die letzten Reste des Abfalls entfernt und nicht auf die Straße getragen werden. Das Konzept geht auf. Die sichere Entsorgung ist gewährleistet, die Umwelt geschont.